Es sind nur noch wenige Stunden bis zum großen Finale des Nachwuchspreises Designer for Tomorrow. Schirmherrin Stella McCartney wirft in einem Berliner Luxushotel einen letzten Blick auf die Kollektionen der Finalistinnen. Aus mehr als 350 Bewerbungen aus ganz Europa suchte die Designerin mithilfe einer Jury die fünf Besten aus. Ich weiß, es klingt nach einem Klischee, aber für mich haben alle gewonnen, weil sie sich durch diese Erfahrung so weiterentwickelt haben. Sie haben nicht nur gelernt, wie sie eine eigene Kollektion erfolgreich entwerfen, sondern auch viel über sich selbst. Dass nur Designerinnen im Finale sind, ist Zufall. Die Bewerbungen waren anonymisiert. Es sollte nur auf das Talent ankommen. Diese Mädchen scheinen wirklich zu wissen, wer sie sind. Ein ganz wichtiger Punkt, um eine eigene Handschrift als Designer zu entwickeln. Ein paar Tage zuvor, die letzten Vorbereitungen. Die fünf Finalistinnen stammen aus Deutschland, Großbritannien und Rumänien. Sie alle haben Mode studiert und zeigen hier zum Teil ihre Abschlussarbeiten. Sie nehmen den Preis sehr ernst, denn wer den Wettbewerb gewinnt, erhält die Chance, seine erste kommerzielle Kollektion zu produzieren und diese auf der kommenden Berlin Fashion Week zu präsentieren. Es gibt so viele Leute, die irgendwie Mode studieren und irgendwie versuchen, da Fuß zu fassen. Und das ist eine Möglichkeit für Leute wie mich, die einfach irgendwie finanziell dann vielleicht auch nicht so den Background haben, ja, die Möglichkeit haben, hier in Berlin ihre Sachen zeigen zu können. Also das ist schon eine Riesenchance, irgendwie um mal wahrgenommen zu werden. Die europäische Warenhauskette Peek & Cloppenburg Düsseldorf hat den Preis 2009 initiiert. In den letzten 2 Jahren unterstützte der US-amerikanische Designer Marc Jacobs mit seiner Expertise das Programm. In diesem Jahr wurde die Britin Stella McCartney als Schirmherrin für das Projekt gewonnen. Für viele der Finalistinnen ist sie ein Vorbild. Schließlich ist die 41-Jährige eine der stilprägendsten Designerinnen ihrer Generation, die für bestimmte Prinzipien steht. So verzichtet die Veganerin in ihren Kollektionen vollständig auf Leder und Pelz. Je weiter sich meine eigene Karriere entwickelt hat, desto mehr habe ich das Bedürfnis, die nächste Generation an Designern zu unterstützen und zu ermutigen. Es macht mich wirklich glücklich, zu helfen und mein Wissen weiterzugeben. Die Show des renommierten Nachwuchspreises ist einer der Höhepunkte der Berlin Fashion Week. Mehr als 700 Gäste sind ins Zelt am Brandenburger Tor gekommen. Ein großes Publikum für einen Nachwuchsdesigner. Man ist so aufgeregt und nervös. Die Mädchen scheinen aber trotzdem auch richtig Spaß an der Sache zu haben. Es kann alles schon sehr überwältigend sein. Im Moment meiner ersten Modenschau war ich mir ihrer Bedeutung nicht wirklich bewusst. Die Show beginnt. Jede Finalistin zeigt mehrere komplette Looks und hat dafür nur wenige Minuten Zeit. It's Joanna. Die Rumänin Joanna Șolacu-Miron gewinnt den Nachwuchswettbewerb 2013. Sie hatte einfach einen tollen Ansatz und eine schöne Silhouette. Ihre Mode ist sehr architektonisch und auffallend, aber gleichzeitig sehr tragbar. Ich denke, genau nach so jemanden habe ich gesucht. Jemand, der im Design neue Wege geht, aber auf eine Art und Weise, die man auch tragen möchte. Paradox heißt die Bewerbungskollektion der 31-jährigen Nachwuchsdesignerin, die zurzeit in London lebt. Für sie beginnt jetzt eine besondere Zeit. Ich stehe noch etwas neben mir und verstehe das alles noch nicht wirklich. Wenn ich früher die Gewinner gesehen habe, dachte ich mir, die müssen aber glücklich sein. Also dann bin ich jetzt wohl auch glücklich. Ich muss es nur noch verarbeiten. Ein wenig surreal muss es schon sein für die Gewinnerin Joanna Șolacu-Miron, denn sie hatte sich schon im vergangenen Jahr für den Preis beworben. Damals kam sie nicht einmal in die engere Auswahl. In diesem Jahr ist sie Designer for Tomorrow.